Hey Genners und herzlich willkommen zur Deckschau von dem guten Hesco in seinem Spiel. In seinem ersten Spiel begleitet er mit dem ersten Fallschirmjäger die Map und hat einen balancierten Ausstellungstyp mit 110, 135, 155 Punkten. Und gehen wir mal direkt rein. Fallschirmjäger, Scharfschützen am Start. Möchten relativ schnell mit dem BMW R75 nach vorne gefahren werden, können mit ihrem Scharfschützengewehr, das keine 80%, sondern nur 70% Zielgenauigkeit hat, einzelne Ziele aufs Korn nehmen und sonst unbeobachtet bleiben. Weiter dann in Phase B auf Stufe 1 die Fallschirmpanzerabwehr. 4 MP40, leichtes MG34, 5G43 und eine Panzerschreck am Start. Also die können auch ein wenig kämpfen. Und kommen wir direkt zu den Infanteristen. Grenadiere mit MG42 am Start. Das namensgebende leichte MG42 sehen wir hier. Begleitet von 7 Karabinern 98 und einer MP40. Solide mit 20 Punkten. Dann der Fallschirmjäger Stoßtrupp. Die wollen natürlich ein wenig besser in den Kampf rein. Dazu haben sie eine Bran, sie haben Molotow-Cocktails, sie haben 3 FG42. Und zwei Beretta, das heißt, auf 600 Meter Entfernung können die ordentlich Feuerpower auf den Gegnern niederrasseln lassen. Sehr interessante Einheit, 25 Punkte nur und Sondereinsatzkräfte als Spezialfähigkeit. Dann kommen die Fallschirmführer und das ist ein ganz normal Kommandoführer, Truppführer. Auch mit MP40 und FG42 am Start und panzerbrechende Munition. Also der kann sich tatsächlich relativ gut wehren. Will man gar nicht meckern, aber natürlich eigentlich nicht für den Nahkampf gedacht. Dann die Fallschirmsturmpioniere. Noch mehr Nahkampf. 2 MP40, Flammenwerfer 41, 3 G43 und Nebelhandgranaten, um besser ranzukommen. Also grundsolide Einheit. Und ja, also der ist viel, viel, viel für den Nahkampf gedacht. Dann die Fallschirmjäger, Kommandoschützentrupp, auch Sondereinsatzkräfte mit 2 FG42, 6 G43, 2 leichten MG34, gut für Unterdrückungsfeuer und eine Panzerfaust. So, dann kommen wir tatsächlich Phase B. Dort sind nochmal Fallschirmjäger vorhanden, diesmal 12 Stück statt nur 6. Dann hat er das zweimal dazu genommen, also 24 Fallschirmjäger. Und nochmal auf Stufe 2 Fallschirmpioniere. Und die hatten ja geballte Ladung MG43, 2 FG42 und 9 G43. Ah ne, die hatten wir echt noch gar nicht. Okay. Ich dachte, weil sie von der Aufstellung her ähnlich sind. Ja, gut, solide Einheit. 35 Punkte ist natürlich schon. So eine teurere Infanterie. Und in Phase C haben wir dann einfach nochmal eine gute Linieninfanterie mit 7 Karabiner. Natürlich jetzt nicht das Beste, aber leichte MG42 und MP40 dabei und 20 Punkte nur teuer. So, Panzer. Sehr teuer aufgestellt. Es sind nur Tiger vorhanden. Alle Tabs sind vergeben. Tiger E auf Phase A auf Stufe 1. Und ein Tiger E-Führer auf Phase A, Stufe 1. Das waren dann alle Panzer bei A. Dann kommen auf Phase B einfach nochmal vier weitere Tiger E auf Stufe 1 daher. Das war's. Der Tiger natürlich 165 mm Durchschlagskraft und 125 mm Frontpanzerung. Ordentliches Tier, aber es sind 135 Punkte. Und man muss auf die Babys richtig viel aufpassen, damit sie nicht weggesniped werden. So, der Unterstützungstab wird angeführt von dem Maschinengewehr 34, Fallschirmjäger-Version, hat den Sondereinsatzkräftestatus viermal auf Stufe 1. Dann LG42, nein, das ist kein Fernseher oder technisches Gerät, sondern hat 15 Hitgeschosse dabei. Die haben eine 100 mm Durchschlagskraft auf ihre 2000. Nee, nicht auf 2000, auf 1500 Meter. Auf 2000 Meter haben sie HE-Geschosse gegen Infanterie dabei. Grundsolides Ding, kann man schmeckern, 50 Punkte. Jo. Dann der Kommandant kommt in seinem
Motorrad daher, der möchte halt beobachten, du bist der Fahrsklave. Und ja, dann kommen wir schon zu B. Dort haben wir nochmal Fallschirmjäger mit einem MG34 am Start, und zwar 6 davon auf Stufe 2. Und Opel Blitz zur Versorgung der eigenen Truppen. Panzerabwehr, Puppchen ganz am Start. Kurze Reichweite, 750 Meter. Arndt hat aber dafür 200 mm Durchschlagskraft mit seinen Heat-Geschossen. Also wenn die nah rankommen, dann ist aber auch Ende. Kommt auch mit diesem markanten Kettenrad daher. Standard-Pack der Deutschen ist die Pack 40, immer schlechthin. Und ja, AP-Geschosse haben 145 mm Durchschlagskraft auf 1750 Meter. Und auf 1500 Meter haben wir die APCR-Geschosse, aber davon nur 6 Stück, muss man ein wenig aufpassen. Auch noch in Phase, halt 2 Stück davon auf Stufe 1, auch noch in Phase A, 2 Nashorn, finde ich ja geil. Geringe Frontpanzerung, aber Durchschlagskraft von 230 mm ist schon geil, ne? Also wenn man das gut einsetzen kann, kann dieses Nashorn einiges wegrotten. In Phase B kommen dann 2 Jagdpanzer 4 hinzu auf Stufe 1. Die sollen ein wenig den Weg frei machen. 135 mm Durchschlagskraft, nicht das allerhöchste, aber 130 mm Frontpanzerung ist gut. Flugabwehr haben wir zweimal die Flak 88 in der 36er Variante. Das heißt, hier so ein Frontschild ist nicht vorhanden. Trotzdem solide Flak, 160 mm Durchschlagskraft auch mit den AP-Geschossen. Zweimal am Start auf A und viermal am Start auf B. Ziemlich gute Unit. Artillerie kommt auch noch natürlich daher. Wir haben den Mörsertrupp auf 3000 Meter. Nebelbomben ist selbst ein Sondereinsatzkraft. Und ja, kann ansonsten natürlich ihre Granaten abschießen. Dreimal am Start auf Stufe 1. So, dann haben wir eine Haubitze, die GH40. Und indirektes Feuer, kann man nicht meckern. 105 mm HE-Geschosse und hat leider kein Nebel dabei, aber trotzdem kann man ganz gut gebrauchen. 70 Punkte ist auch nicht zu teuer. Was auch sehr häufig natürlich dabei ist, ist die Batterieführer. Maschinenpistole, 7 Karabiner am Start. Einfach ein 10-Mann-Squad mit einem Truppführerstatus. So, Flugzeuge kommen auch daher. Diese Tarnung sieht echt immer lustig aus. Die Ju-88A4 hat 4 250 Kilogramm HE-Bomben am Start und will die auf Infanteristen loswerden. Ist relativ langsam und will in Gefechten nicht länger da bleiben. Wer in Gefechten eher mal da bleiben möchte, mit 600 km/h auch ganz gut dabei. Beweglichkeit ist sehr gut, also sehr schnittiges Modell. Die RE-2005 Serie 0 Sagittario. Und die hat man dreimal in Phase A dabei auf Stufe 1. Und dann haben wir nochmal in Phase B, diesmal 2 Ju-88A4 wieder mit Bomben. Diesmal in der Form von 2 500 Kilogramm HE-Bomben. Ja, gut, freuen wir uns aufs Game.